Ende vergangenen Jahres hatten sich zahlreiche Anleger von ihren Aktienfonds getrennt. Das Deutsche Aktieninstitut hat das begründet mit Gewinnmitnahmen. Man sagte, die Märkte wären gut gelaufen und die Anleger haben schlicht und einfach vor dem Weihnachtsfest mal ein paar Gewinne mitgenommen. Nun heißt es neues Jahr, neues Glück und wir wollen natürlich schauen, wie die Anleger an den Aktienmärkten reagieren. Professor Henrik Wolf von Wolf & Hecker Finanz Consulting AG ist heute bei uns. Schön, dass Sie da sind. Ja, wie läuft das momentan mit den Aktienfonds? Sind die Anleger wieder aufgesprungen oder ist noch Zurückhaltung zu sehen? Alles in allem waren die letzten Jahre für Aktienfonds eher schlechte Jahre. Das heißt, es gab deutliche Mittelabflüsse. Die Privatanleger in Deutschland haben eher auf Rentenfonds gesetzt und auch auf offene Immobilienfonds und waren bei Aktienfonds sehr vorsichtig. Im letzten Jahr wurden etwa 5 Milliarden Euro abgezogen als Aktienfonds, wohingegen über 30 Milliarden in Rentenfonds reingeflossen sind. Das heißt, Aktienfonds stehen eigentlich vor einem Comeback. Die letzten Wochen und Monate waren gar nicht so schlecht. Und man kann jetzt hoffen, dass sich diese doch negative Tendenz auch wieder in diesem Jahr, in den nächsten Jahren umdreht. Wie sieht es aus mit einer Niedrigzinsphase? Kann man das auch so ein bisschen als eine Begründung anführen, warum Anleger jetzt wieder so aktiv einsteigen? Ist das einer der Gründe für diesen Trend? Ja, tatsächlich überrascht ja, dass so viel Geld in die Rentenfonds geflossen ist, wo Rentenfonds doch nun sehr niedrige Renditen mittlerweile bieten. Und es ist sicher einer der Gründe, warum man auch auf ein Comeback hofft. Man muss ja auch klar machen, was waren Gründe dafür, dass die Aktienfonds so schlecht in den Mittelzu- und Abflüssen waren. Das lag sicher an der Verunsicherung durch die Finanzkrise, dass viele Anleger gesagt haben, Aktien reagieren nun stark, was Gewinne, aber auch Verluste angeht, deswegen eher aus risikoreichen Papieren aussteigen und dann in die vermeintlich sicheren Anlageformen, in Renten, in Immobilien. Uns ist aber oftmals auch eine falsche Wahrnehmung, auch in der Öffentlichkeit, wenn ein Aktienfonds 17% gewinnt und der Index liegt bei plus 20%, dann sagt man gleich, naja, die Aktienfonds haben auch nicht besonders abgeschnitten, dass diese 12, 17 oder 20%, die ja viele Aktienfonds im letzten Jahr erreicht haben, dass die trotzdem sehr gut sind. Das kommt oftmals nicht so an bei den Anlegern. Und auf die aktuelle Situation bezogen, was spricht dafür, jetzt gerade in Aktienfonds einzusteigen? Das ist vor allem ein Grund. Viele Anleger haben im Grunde genommen auch die Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt nicht mitgemacht, stehen jetzt vor der Frage, wie komme ich in den Aktienmarkt rein? Und viele sehen natürlich das Niveau jetzt aktuell 7.600, 7.700 im DAX schon als recht hoch an. Und da ist natürlich ein sukzessiver Einstieg über Aktienfonds durchaus ein guter Weg, dass man schrittweise sich wieder in den Markt reinbewegt, nicht alles auf einmal in den Markt reinwirft, sondern hier Stück für Stück sich doch wieder auch eine gewisse Aktienquote aufbaut, die in den nächsten Jahren in unseren Augen sehr sinnvoll sein wird. Und worauf sollten Anleger jetzt konkret achten? Welche Tipps kann man ihnen mitgeben, wenn man jetzt gerade in Aktienfonds einsteigen möchte? Ja, erster ganz wichtiger Punkt, achten, was ist die Strategie des Fonds, anschauen, Verkaufsprospekt, aber auch die letzten Jahresberichte, Halbjahresberichte, was sind tatsächlich für Werte in dem Fonds enthalten. Das differiert doch von Fonds zu Fonds sehr stark. Es gibt tausende unterschiedliche Aktienfonds, jeder hat Schwerpunkte, teilweise auf große und kleine Gesellschaften, teilweise auf Dividendenwerte, das sollte man sich genau anschauen. Und natürlich zweiter wichtiger Punkt, der Track Record der Gesellschaft, aber auch des einzelnen Fonds. Wie gut hat die Gesellschaft mit ihren Fonds abgeschnitten, aber auch wie gut war der einzelne Fonds. Und dann bitte nicht nur darauf achten, wie waren die letzten 6 Monate und nicht nur auf kurzfristige Hitlisten achten, sondern am liebsten längere Zeiträume, 3, 5 oder 10 Jahre. Und dann eben nicht nur auf die Rendite schauen, sondern auch mit welchem Risiko war der Fonds verbunden, wie hat er in Aufwärts- und Abwärtsphasen reagiert. Und dann kommt man auch zu einer guten Auswahl. Soweit Professor Henrik Wolf, der uns erklärt hat, warum Anleger jetzt wieder verstärkt bei Aktienfonds zulangen. Und natürlich, er hat uns auch gesagt, worauf Anleger achten sollen, wenn sie jetzt gerade Interesse am Kauf von Aktienfonds haben. Ich sage herzlichen Dank fürs Interview.